Ahoi, was geht? Wir machen heute eine kleine Challenge. Wir sind hier in Hamburg, genauer in Blankense. Und bloß nichts Falsches sagen. Wir wollen 1000 Meter in Hamburg schaffen. Es ist jetzt 10.25 Uhr, ein bisschen später angefangen. Gucken, ob wir es vor der Dunkelheit schaffen. Wir gehen auf den Michel, wir gehen durch den alten Elbtunnel, kleine Sightseeing-Tour. Ja, und sonst alles an hohen Gebäuden, was wir finden können. Zur Not auch mehrfach. Ja. Jetzt sind wir gerade am Blankeneser Leuchtturm, seht ihr gerade nicht, aber gleich nochmal. Treppenviertel, Sülberg, dies, das. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Reiseleiter Manni ist am Start. 1000 Höhenmeter in Hamburg. 5 haben wir drin. Erste 5 Meter hier auf die Plattform sind drin. Kriegen wir hin. Oh, das sieht doch gut aus. Also ein Schwung von da und dann da hoch. Ja, scheiße, haben die Regeln gar nicht erklärt. Regeln sind eigentlich nur runter, wird natürlich nicht gezählt. Und wir bewegen uns nur durch Muskelkraft fort. Das heißt, wir gehen auch die Zwischenwege zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Was noch was? Laufen. Gehen hoch. Das ist die scheiß Himmelsleiter. Ach. Dann gehen wir einmal hoch und dann nochmal runter und wieder hoch. Gut. Na, wir waren unten bei 6 Meter gestartet. Mhm. Jetzt sind wir bei 44. 44 minus 6? Das ist 38. Ja. Ach, ich schreib das auf. Sehr gut. Warte, 76, wir sind gestartet auf 44. Ja. Ach, 32. 32, 22. Nee, 44 ist auf 76, so, ja, 32 schon. Dehydriert. Ja. 41. 15, 16, 25. Und wieder hinab. Hallo! Wir sind's nur, freundlichen Metermacher. Die metastasischen Metermacher. Der richtige Metamorphose. Oh, Metamorphose. Ja, 55 minus 35? 20. 20. 20. 20. Hier im Treppenviertel. Da kommen ja keine Müllautos durch, ne? Hier ja, gibt es noch okay. Sackabfuhr, wie früher. Ja. Man muss seinen Sack vor der Tür stellen. Ich weiß gar nicht, ob die mit dem Wagen oder so elektrische Schubkarre. Das ist wie auf Jüst, Mann. Dann fahren die mit der Pferde hier durch, auf der Kutsche. Denke ich mal. Ja, hast du hier schon mal Pferde gesehen? Ja. Wildschweine. Die ganze Scheiße, die hier rumliegt. Bloß nichts Falsches sagen. Dann haben wir 60 Meter gemacht. Digi, 54. Au. Habe ich schon abgezogen, 67. 67 minus 5. 7. Minus 7. Gut. Ja, dann 69. 60, was 67 Meter haben wir gemacht, minus 7. So, das war das dann erstmal mit Blankenesse. Blankenesel. Das machen aber viele falsch. Jedenfalls, wie viel haben wir auf der Uhr? 225? Ja. Dann geht's Richtung Dockland. Mit ein paar Zwischenstopps. Am Elbhang. Elbhang. Volles Tourenprogramm. Was haben wir? 38 jetzt, also minus 7, 31. 31. Kotschü!
So, Himmelsleiter. Ja, die geht nach oben. Mal gucken. Dann gehen wir sie wieder runter. Ich glaube, sie schraubt sich unglaubliche 32 Meter in die Höhe. Eine der höchsten Erhebungen Hamburgs. Hin. Na ja, mal gucken. Sammel, Boys. 30 Meter. 30 plus. Ganze 30. Alter. Wir müssen schieben. 20 Tonnen schwere Stahlrosser. Geht gleich weiter. Oh, ein schöner kleiner Aufstieg. Ui, 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 ui. Oh, sind wir im urbanen Raum angekommen, fast Stockland. Stockland. 1438 Stufen, geht noch, glaube ich, 9 Stockwerke in die Tiefe. Das sind ungefähr 700 Meter. Laut Wikipedia 837. Das machen wir zweimal. Sieht höher aus, als es ist. Genau. Wie findest du Dockland? Super! Du hast gerade gemerkt, dass wir 300... Wie viel? 82. Also 82 auf der Uhr haben, also hier noch einmal, dann haben wir 400. Gut, 400. Und Ticken. Und Mühe. So, ballern erstmal durch den alten Elbtunnel. Da gibt es ein Treppenhaus, was wir hochgehen können. Viel zu schnell. Scheiße. Scheiße, glaube ich. Fuck, haben wir Blitzer? Ja, ist auch ein Blitzer hier. Jetzt haben wir nochmal runter, damit wir zu Fuß hochgehen können. Das wird so geil. Hamburg, Baustelle. 29. Oh! 24. Wunderbar. Sind wir auf dem Weg nach Wilhelmsburg rein. Da gibt es noch so einen alten Energiebunker. Hey! Warum heißt der Energiebunker? Weil der Monster Energy herkommt. Ja, weil da hinten drin irgendwie so ein ganz modernes Blockheizkraftwerk drin ist. Ja, irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Jedenfalls fahren wir da jetzt hin, dann können wir nämlich rauf. Nee, das ist ja nicht die Treppe. So? Ja. Oh, darf man die Treppe einfach nicht hoch benutzen? Das wäre ja richtig Schwachsinn. Ja, das heißt, wir gehen hoch, versuchen die Treppe runterzugehen. Und dann latsch mal wieder hoch. Ja. Unser bei Schindlers Lifte. Ach, willst du mich verarschen? Wir haben die Erlaubnis gekriegt, die
ausnahmsweise einmal den Notausgang rauf und runter zu latschen, weil hier sonst nur Fahrstuhl geht. Energie. Let's go. Let's go. Den 30. 30. 30 gleich. Check. Das ist natürlich ein guter Umweg für 30 Höhenmeter, aber gut, was wir haben, haben wir. Jetzt einfach genau den gleichen Weg zurück, dann nehmen wir den alten Elbtunnel nochmal mit. Das läppert sich. Das ist genau wie beim Dockland, macht man zweimal mehr Spaß. Oh, Gerüste, das ist es. Minus 20, jetzt haben wir plus 4. 24. Wer hätte das gedacht? Aber Dokumentation ist richtig. Jetzt haben wir gerade 4,85. Gehen wir mal kurz darüber. Und machen nochmal kurz 20 Meter. Und dann geht's zum Michael hoch. Vom Michael. Haben wir jetzt damit die 500 voll. Lecker Schmecker. Da hinten ist noch der Michel. Zustieg Michel. Oh, wir haben jetzt ein bisschen die Elbe hinter uns gelassen. Nächster Halt, Le Michel, 1906 zuletzt abgebrannt, 1912 wieder aufgebaut, hat dann den Krieg sogar überlebt. Übrigens ist das schon der dritte Michel, der da steht. Der erste ist 1760 von Gottes Zorn getroffen werden. Ja. Beim großen Milzbrand ist der futsch gegangen. Von daher ist der dritte Michel mein Lieblingsmichel von den drei. Ich habe zweimal den Wikipedia-Artikel gelesen. Du hast ihn auch geschrieben, hast du? Ja. Ja, das Mistvieh hat übrigens 482 Stufen. Und er bimmelt 18 Uhr, 18 Minuten. Für immer und immer. Lift. Nein, nein. Hallo. Ausfall, stopp! Aufstieg waren jetzt, was waren wir unten? 4. Jetzt haben wir 18. 14 Meter im Sack. Katsching! Ist auch keine Sau, die so dumm ist, die Treppe zu gehen. Jo. Ein Jahr gültig für einen Besuch. Okay, dann müssen wir die scheiß Treppe auch wieder runter. Ja, runter. Sacha. Bockt oder was? Ich hab schon einen verloren. Ja, ist mega. Oh, noch 2 Meter noch. Oh ja. Ach, das war's ja schon. Gut, aber wir haben 103, wo waren wir eben? Ganz unten hatten wir 6, dann hatten wir 14, nach 20, also 85 oder 84? 84. Weißt du, der nächste 100er? Also nicht zum Spaß hier, also runter und wieder nuff. Jo, bitteschön. Nein, nein. Alles, was runterkommt, muss auch wieder rauf. Ready for round 2. Die geht gleich weiter, Digga. Uff, Dicky.
jeden Meter mitnehmen. Runde 2 completed. Eieiei. Das heißt 70 Meter. 168. Los. Oh Gottes Willen. Fast eine Stunde gebraucht jetzt. Jetzt macht die Runde auch schon richtig Bock. Haben wir für bezahlt? Machen wir. Zweimal. Ja. Gut. 3. Erstes Mal war noch witzig, zweites Mal war schon scheiße. Das reicht auch nicht. Oh mein. Da läuft die Suppe schon gut. Das haben wir uns ja so fein ausgedacht. Und dann haben wir das auch gemacht. Da gibt's ein Windeich. Viele Stufen wie heute. Ich habe auf jeden Fall noch nicht gegangen. Ich meine, es geht. Aber ob das jetzt schön wäre, ich übertreibe. Da. Ganz entspannte Nummer. Also ich kann doch. Ja. Der? Nicht so. Brauch noch ein bisschen. Aber so viele Stufen bin ich noch nie an einem Tag gegangen, glaube ich. Das waren jetzt 4x400, nee, 3x400 sind 1200 plus 3x80 sind 172. Was laberst du? 3x... Wie viel? 8x72. Oh nein. Aber was? 1000. Ach ja, ich blende das ein hier. Also. Wenigstens schwitzt einer. Angenehm. Angenehm. Oh, der also sieht aber schick aus. Einmal knieschonend hier. Boah, passt. Ah, da müssen wir auch nochmal reingucken. So, jetzt gehen uns langsam die Gebäude aus. Wir gehen jetzt nochmal die Treppe zu dem Landungspult hoch. Das sind bestimmt auch 10 Meter. Und dann gehen wir auf der anderen Seite wieder runter und zum Bismarck-Denkmal. Ich glaube, das ist eingehaust gerade, da wird gebaut. Aber da gehen wir trotzdem. Und go. Ja, toll. Also 20 Meter. 20 Meter. Wie heißt diese Brücke eigentlich? Das habe ich mich letztens schon gefragt. Simon von Utrecht Brücke. Simon von Utrecht. Lass ihm seine Brücke drinne rein. Das ist doch diese erste Rennung. Da ist er. Das war richtig nötig. Ja, hast doch kurz gestärkt. Gestärkt. Sagen wir mal so. Aufgesalzt. Ist jetzt mittlerweile auch 9:30. 200 Meter haben wir noch vor uns. Kriegen wir hin. Nicht 200 Meter Länge. Höhe. Ja, wenn wir mal gucken, ne? Vielleicht da hoch. Vielleicht da. Perfekt. So. Ah, guck mal, sehr geil. Oh, da geht's sogar noch runter. Doch,
Weiter machen? Ja, oder kannst du mal anfangen? Wir brauchen. Ja, danke dir. Ach du Scheiße. Ja, das wird toll. Okay. Es gibt eigentlich einen Dresscode, das heißt, ihr dürft nicht in die Bar oben. Aber wir haben gefragt, für unsere Challenge dürfen wir jetzt zumindest das Treppenhaus benutzen. Natürlich nicht die Elite oben stören. Aber ja, das sind eine Menge Stufen. Aber uns fehlen noch 200 Meter. Damit könnten wir schon mal hier, wenn wir hier ganz unten sind, vielleicht können wir die abgrasen. Ja, das glaube ich auch. Nice. Okay, wir starten bei 6. In U4. Und let's go. Geil, was für Scheiße. Das Treppenhaus bockt. Durch immer zwei Schritte gerade. Dadurch geht's eigentlich. Kommt er nicht so in diesen Todes- und alles ist scheiße tot. Ach, da sind wir. Ja, ich glaube, wir werden nicht recht. Zweimal sind wir fertig. Mal 100 Meter. Hi, Entschuldigung. Hi. Was, das ist eigentlich nicht der Ausgang. Nee, wir machen eine 1000 Meter Höhen-Challenge in Hamburg. Das ist jetzt. Echt? 900. Meter war das gerade. Wart ihr schon mit Michel? Ja, dreimal sind wir den Michel hoch. Ja, richtig cool. So richtig gute Challenge. 1000 Meter. Los. Na dann, gute Reise nach unten. Viel Spaß. Ja. Danke, Mann, war geil. Ciao. Mal das Häuschen da. Ciao, schön auch. Danke dir. Ciao. Boah, aber schon mit dunkel geworden. So, damit tanzende Türme auch abgeschlossen. Saftige 100 Meter eingeheimst. Im Keller. Ja. Für die letzten 100 Meter fahren wir nochmal in die Hafen City und Speicherstadt. Ist inzwischen auch schon 20 nach 10. Ja, okay. Noch ist ein bisschen Licht da. Elfi wollten wir eigentlich auch machen. Da ist sie. Aber die haben A nur Rolltreppen und B ist das jetzt geschlossen da oben, glaube ich. Ja, er sagt, Plaza ist noch offen. Aber über Fahrstuhl. Es gibt eine normale Feuertreppe, da kommen wir nicht hin. Und er sagt, wenn wir das machen wollen, müssen wir mit der Presseabteilung sprechen. Das kann er so ad hoc jetzt nicht. Ja, klaro, Digga. Ruf ich gleich an. Danke für die Steuerverschwendung. Ich wollte sagen, ich habe hier 7 Milliarden Euro reingepumpt. Okay, ja, habe ich mir schon gedacht, egal. Von daher nehmen wir die ganzen kleinen Treppen mit in der Speicherstadt und in der Hafen City und 100 Meter ist halt. Mach's ja mal. Waren 4 Meter. Haben wir uns jetzt entschlossen, die U-Bahn-Höfe mitzunutzen. Die sind wenigstens beleuchtet und gerade hier in der Hafen City gehen die recht tief runter. Hier oben, plus 2, 20, 74 noch. Ide. Gut, also noch dreimal. Zwei. Komm, pack mal Sturm, vorletzter. Boys, letzter Abstieg. Ganz nach geht's nur noch bergauf. Die letzten 20. Die letzten 20 Meter gebraucht. Letzte Mal Treppe. Ja. Ein würdiger Abschluss. Ein U-Bahn-Schacht. 23 Uhr. So wie es begonnen hat. 23.25 Uhr.
Richtig nice. Ja, das waren 1000 Höhenmeter in Hamburg. Schreibt gerne mal rein, wo wir es noch machen sollen. Solange es Treppen gibt. Und Dosen. Treppen und Dosen sind wir dabei. Bis dahin. Adios. Ciao. 3, 1, 6, 1, 1 entleihen wollen, dann drücken Sie die 1. Gute Fahrt, das Stadtrad wurde geöffnet. Wir konnten leider in der vorgegebenen Zeit keine 1. Nein. Was ist denn jetzt? Vorgegebenen Zeit. Keine Eingaben feststellen. Möchten Sie ein weiteres Stadtrad ausleihen, drücken Sie bitte die 1. Warte mal. Fahrt gestartet. Lass es mal hier stehen. Das stimmt nicht mit denen. Herzlich willkommen bei Stadtrat Hamburg. Den Datenschutz findest du in den Datenschutzhinweisen auf WB bitte die 1. Wenn Sie bitte schieben Sie das Stadtrad in den Abstellplatz. Verschließen es mit dem Schlossriegel und drücken. Ich möchte mit einem Menschen reden, bitte. Wir konnten leider in der vorgegebenen Zeit keine Eingaben feststellen. Möchten Sie ein weiteres Stadtrad ausleihen, drücken Sie bitte die 1. Was? Ja, nu? Stadtrad läuft. Ich weiß auch nicht, Digga.